Ein ganz schön schweres Teil bringt Silvio Cutica. Ohne tatkräftige Unterstützung würde dieser Koloss gar nicht in den Expertenraum gelangen. Erfrischung gefällig? Ich habe einen alten Kühlschrank, Coca-Cola aus den 50er, 60er Jahren. Nicht funktionstüchtig, aber original und super schön. Jawohl. So, komm mal rüber zu Misch. So. So, Sven. Hallo Sven, hi. Silvio. Silvio, während Sven sich dieses fantastische Gerät anguckt, erklär mir erstmal, wie kommt man an so einen uralten Coca-Cola-Kühlschrank? Ja. Vor 15 Jahren habe ich den gekauft für eine Kneipe. Und die war so im amerikanischen Stil. Und da habe ich dann auch Neons und so. Und das war super top. Und ein Freund von mir, der hat die Dinger vertickt. Ja. Ja, und da habe ich ihm das abgekauft, weil das wunderschön als Dekoration da. Für die Kneipe, als Dekoration ja, super. Mein Freund, der ist mittlerweile nicht mehr am Leben. Also Erinnerungen sind auch dran. Ich war am Überlegen, ob ich es behalte. Aber naja, so klein ist es jetzt auch nicht, dass man es einfach so rumstehen kann. Ist natürlich unfassbar dekorativ. Ja. Ist wahrscheinlich ohne Funktion mittlerweile. Das war auch ohne Funktion. Das war, also ich habe es gekauft ohne Funktion. Ist kein Motor, nichts mehr drin? Doch, ist drin. Also Zeug ist drin, aber funktioniert das, nicht. Nee, das ist auch nicht richtig isoliert. Ich glaube, heute würde es ja nichts mehr bringen. Ja. Was hast du damals dafür bezahlt? Also gehandelt sind sie tatsächlich für 1900 D-Mark. Was hast du denn für eine Erwartung? Was denkst du, was man dafür kriegen könnte? Also, oder was hättest du also gerne? Ich sag mal so, 400 will ich auf jeden Fall haben. 400 Euro auf jeden ja, Fall? Ja, weil das sollte ich schon so haben, ja. Ja, Sven, jetzt erklär du uns mal, ob so ein Dekorationsmittel, weil mehr ist es ja nicht mehr, wie die gehandelt werden. Du hast das schon ganz schön gesagt. Also ich habe so ein bisschen zugehört, als du mit Horst gesprochen hast, dass er wirklich nur noch als reiner Dekorationsartikel genutzt werden kann. Es ist ein Jacob 26. Diese 26 steht für 26 Cola-Flaschen. Es fehlt dem Automaten das ursprüngliche Magazin, wo die Flaschen reinkamen. Also die Aggregate sind völlig hinüber. Unten haben wir den Rost, das Gehäuse. Man kann ihn nicht mal mehr als Ersatzteilträger für diese Automaten nehmen. Das Ding ist alt, außer Frage, 50er Jahre. So 47, 48, rein als Deko nutzbar, man kann es umbauen, vielleicht eine schöne HiFi-Anlage reinstellen oder eine Bar von machen. Auch eine schöne Idee. Eine Bar von machen oder einen Schuhschrank für eine Frau. Um jetzt auf den Punkt zu kommen, ich finde diese 400 Euro, die du rausgeschossen hast, die sind schon sehr schwer zu erzielen. Aha. Ich würde eher noch darunter gehen und würde wirklich sagen, also 250 bis 300 Euro sind bestimmt drin. Für mich persönlich ist es so, du solltest dich wirklich mit den 250 bis 300 Euro zufrieden geben können. Okay. Das musst du nicht. Ja, ja. Das ist also einfach nur das, was ich dir jetzt sagen kann als Empfehlung. Ich würde sagen, mir ist die Geschichte wert, dass sie zu den Händlern geht. Das ist dein Händlerkärtchen. Das brauchst du gleich. Hau rein, wir schieben das Ding nachher durch. Ja, okay. Nochmal, Silvio, bis später. Okay, danke. Ich würde meine Schmerzgrenze jetzt, ich sag mal so, auf 340 Euro vielleicht runtersetzen, dass ich noch ein bisschen drunter, aber mehr wollte ich eigentlich nicht. Ich denke, das ist er wert. Also ich bin optimistisch, dass ich die mindestens 340 Euro erzielen werde und gehe jetzt rein und dann schauen wir mal, was passiert. Experte Sven schätzte den Kühlschrank lediglich auf 300 Euro. Doch Silvio will wohl beim Handeln auftrumpfen. Schauen wir mal. Guten Tag. Hallo. 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 Grüß Gott. Hör mal, was machst du als Beruf? Schrotthändler? Nein. Komm, lass es raus, sei ehrlich. Ich verkaufe Motorradbekleidung. Und das war ein schönes Dekorationsobjekt. Ein Original aus den 50ern. Hat das Stromnitrissen all drin? Ja, aber das ist, da kann man, das ist Dekoration. Wie gesagt, Dekoration. Das Lauf. Ja, denke ich so die 50er Jahre. 50er Jahre. 50er Jahre ist der. Ja. Also, Waldi, wenn du das wieder in Gang bringst, dann bist du ein König. Pass auf. Also. Ja, es ist schon. Also, wenn ich dich ja jetzt frage, was hast du da vor, ich als erstes so nix. Schrottwert hat das Ding ein Fuffi. Aber für den Schrott ist es natürlich zu schade, ist natürlich klar. So. Da muss ich mal eine Nacht drüber schlafen, aber so lange lässt die Kiste ja hier nicht stehen. Also 150 ist schon ein guter Preis.
Also, sage ehrlich, gebe ich es nicht her. Ja gut, ich sag 170. Nein, das ist doch ein schönes Originales. Für was würden Sie sagen? Da kann man 170 bezahlen. Also ich darf ja gar nicht sagen, was ich damals bezahlt habe dafür. Ah, war eine andere Zeit. Ja, also. Aber es war genau in dem Ding, aber egal. Aber ich habe mir schon 400 Euro vorgestellt. Das ist, 150, da muss ich mal ganz schnell schlafen. Also in... Aber eine Bade, Leute, wir sind jetzt da und nicht zum Schlafen. Du ich habe doch gerade gesagt, ich muss jetzt schneller schlafen, dass ich einen Preis raushauen noch. Du kennst den hier nicht, kennst du schon was machen. Also pass auf. 200... 80 Euro. Also der, für Walter ist das ein großer Schritt, würde ich sagen. Ja, wirklich. Ein ganz großer Sprung. Der hat mir auch schon Schmerzen bereitet. Ah, 280 ist schon noch ein bisschen... Ah. Ja, überleg mal, wie viele Stunden da dran. Und ich ja auch. Weil so kriegst du nicht viel dafür. Also der reines Dekostück kriegst du nicht viel für. Dann machen wir ein gutes Angebot und dann... Ich denke, ja, ich schon die ganze Zeit da. Pass auf, schnack 300, keinen Cent mehr. Dann musst du sie mitnehmen. Du hast keine Schlepperei mehr. Du musst es nicht umbauen. Ich hab das Ding an der Backe. Nein, und muss einen finden, der mir das Ding wieder abnimmt. Also, machen wir. 300, okay? So, ich hab doch gesagt, der mit dem jungen Kameraden. Komm her, komm dir die Kohle um, bevor ich mir das wieder überlege. 100. 200 willst du kleiner haben? Ja, weichen lassen, das darf nicht wahr sein. Aber die hast du gut verdient. Die Schleiferei, die hast du recht gehabt. Das, weil das Ding... Okay. Super. Also, danke. Wiederschauen. Tschüss. Weißt du, was ich da draus baue? Ein Sarg. Hey, da gehen die ganzen... Wie der da, wie unser Fabian, ne? Die Kleinen, ne? Da tue ich mit weißem Samt aus den Mann, die Ports, das sind die Dracula im Coca-Cola-Wäsche. So läuft der Hase, das könnte ich mir noch vorstellen. Ich muss sagen, das Ding wiegt ja unglaublich schwer. Und die Treppen wieder hoch und runter und verladen. Und dann habe ich gedacht, okay, komm. Ich gehe über meine Grenze und ist egal, dann ist es halt weg. Also ich versuche natürlich, für meine Kundschaft relativ günstig einzukaufen. So, wenn die was bei mir kaufen, dass die sagen, boah, da hast du noch ein Schnäppchen gemacht. Das wird jetzt bei dem schwer, aber mein Bauchgefühl hat gesagt, Waldi, den musst du haben.